Service. Und jetzt richtige 3.4. Pures Beachfieber herrschte beim Ravenstone Ladies Open Tourstop der Austrian Beach Volleyball Tour Pro in Rabenstein an der Pilach. Ja, bei dem Turnier geht es um erstens einmal 4.000 Euro Preisgeld, das ist das zweithöchste in Österreich, um 140 Punkte für die Rangliste in Österreich. Das ist auch das zweithöchste, was es gibt. Es gibt nur Wohlfurt über Rabenstein und wir sind eins von den größten Damenturniere Österreichs. Also da kommt schon erstens einmal gut zusammen und gut Punkte zusammen. Der Sand war heiß, die Matches auch, denn am Center Court hat sich die Creme de la Creme der Szene zum Duell getroffen. Das Ergebnis ein Top-Turnier. Die Ladies haben beim traditionellen Ravenstone Open so richtig Gas gegeben. Am ersten Tag wurden die Qualifikationsspiele ausgetragen, tags darauf folgte der Hauptbewerb und die Finalspiele krönten das Turnier. Die Lokalfavoritinnen an diesem Wochenende, Gabi Pemmer und Verena Heinig, die um Platz 3 spielten. Die Kombi Strauß-Friedl jedoch ließ den beiden nur wenig Chance und Pemmer und Heinig mussten sich 0-2 geschlagen geben. Und der Ball ist im Out, 21-16. Ja, bei mir jetzt die Gewinner des Spiels ums Platz 3, Nadine Strauß und Franziska Friedl. Für euch ein Turnier recht gut gelaufen, oder? Gestern lauter 2-0-Siege, heute Spiel um Platz 3 gewonnen. Ja, stimmt. Gestern war es wirklich cool mit 3 Siegen. Alle 2-0, heute leider im Semifinale das Wichtigste, leider nicht so gut gespielt. Da waren die Gegner einfach besser als wir heute. Ja, und das kleine Finale war dann wieder ganz gut. Ich denke, für euch geht es jetzt in Zukunft auch noch bei ein paar anderen Turnieren weiter. Was steht am Programm? Was sind die nächsten Herausforderungen? Also es stehen jetzt ein paar internationale Turniere an. Das nächste, wir fahren jetzt nach München gleich weiter zur Uni-Weltmeisterschaft. Das spielen sehr gute Teams. Wir sind schon gespannt, was uns da erwarten wird. Und dann spielen wir noch ein 2-Stern-World-Tour-Turnier in Marokko. Die Favoritinnen des Turniers wurden ihrer Rolle gerecht. Frankhauser, Alma setzten sich zum zweiten Mal beim Ravenstone Ladies Open durch. Die beiden Steirerinnen gewinnen das Finale gegen Kotnik und Lovsin klar in 2 Sätzen. Freut mich jetzt natürlich hier die Gewinnerinnen unseres Turniers begrüßen zu dem. Kathi, du strahlst über das ganze Gesicht. Ich denke, ihr könnt mit dem ganzen Turnier und vor allem mit der Performance jetzt im Finale sehr zufrieden sein. Ja, auf alle Fälle. Im Endeffekt zählt dann nur das Endergebnis und das ist der erste Platz. Also was will man mehr? Ihr habt bislang den zweiten Platz beim 140er nur stehen, habe ich jetzt gelesen. Jetzt ist es das oberste Treppchen geworden. Wie zufrieden bist du? Sehr zufrieden. Also ich glaube, wir haben das wirklich im ersten Satz sehr gut gespielt. Im zweiten, so mit der zweiten haben wir ein bisschen einen Hänger gehabt. Aber wir haben uns super zurückgekämpft als Team und das freut mich sehr, dass wir jetzt ganz oben stehen am Treppchen. Ziel der Organisatoren ist es, das Ravenstone Ladies Open auch weiterhin als Mekka des Damen-Beachvolleyballs in Österreich zu etablieren, aufgebaut auf einem gut funktionierenden Netzwerk. Ja, grundsätzlich ist es so, dass man das alleine fast gar nicht mehr als Verein bewältigen kann. Und wir haben Gott sei Dank von Mank, beim Kirchen und St. Pölten unsere Hilfe gehabt. Also die haben geschrieben, die haben uns geholfen beim Platz aufziehen und alles drum und dran. Also ein Gemeinschaftsprojekt hier in Rabenstein mit allen Vereinen, die was halt rund um und um sind. Heuer hat es wirklich total toll funktioniert und da möchte ich auch Danke sagen an den Dani Hupfer und sein Team. Also das war absolut perfekt und natürlich auch die Toursponsoren, die man eh überall gesehen hat. Also danke, danke an alle. Gell? Wie gefällt es euch hier in Rabenstein vor dieser Traumkulisse? Es ist wirklich super, also super organisiert, es gibt Essen für die Spieler, es gibt einfach alles, ein See, ein Pool, alles da, super cool. Ja, es ist jedes Jahr wie immer ein super Turnier, wir freuen uns, dass vor allem halt die Damen einmal in den Vordergrund gestellt werden, ist immer genial, also danke an das ganze Team nochmal. Ein großes Danke an den Organisator, das ist wirklich unglaublich, was er hier immer aufzieht, das ist echt super organisiert, also uns freut es immer voll, wenn wir kommen können. Also für alle, die das da draußen hören, kommt her, Ravenstone Beach Ladies Open. Können wir nur empfehlen und das sind unsere beiden Gewinnerinnen. Gratulation! Rabenstein an der Pilach soll künftig fixer Tourstop der Serie sein.
visualize it. I'm feeling something.